Werden Safari-Wisserin gegen Justin in Pools. Auch ein Set, ein Matchup, das man nicht allzu oft sieht. Sephiroth, ein Charakter, der auf jeden Fall zonen möchte. Möchte wallen mit der langen Range. Und Pit, ein Charakter, der von seinem Neutral profitiert. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier... Und von den Punishes, würde ich sagen. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Weil das ist auf jeden Fall ein guter Spieler, dem ich zutraue zu gewinnen. Wir haben eben gesehen, Linotox gegen Safari, was... Doch kein Co-Kommentator. Offstream Cruel versus Belcampo. Also wir sehen, erster Stock geht an Justin, der hier echt gut Damage macht gerade. Schon auf dem zweiten Stock von Safari. Ein bisschen schaue ich einmal ins Bracket. Ja, genau, die Pools neigen sich dem Ende zu. Höchstens noch so zwei Games pro Person zu spielen. Und Justin profitiert auf jeden Fall von seinem Zoning. Versucht hier an der Edge viel zu machen. Solche Situationen sind immer sehr schwierig, wie gerade für Safari. Versucht auch mit der Upbeat zu killen. Also er geht aktiv runter, um mit der Upbeat zu killen. Aber hier mit dem Upsmash gecatcht von Safari. Wir sind also wieder stock even. Mal schauen, wie lange. Kombo-Starter. Kommt aber glimpflich bei raus und der F-Tail reicht. Das ist also der Stock für Justin. Ein ganzes Stock-Lead. Die Games gegen Linotox waren sehr knapp. Im Moment macht Justin das etwas besser, aber mal schauen. Ja, also die beiden bekommen nicht viel Damage im Neutral. Die sind im Microspacing auf jeden Fall sehr gut. Jetzt gerade mit dem Advantage hier für Justin. Jetzt Offstage, mal gucken, Safari was draus machen kann. Relativ ungefährlich. Aber trotzdem guter Damage. Gucken, ob das besser läuft. Wir sind wieder in der Mitte der Stage. Bin mal gespannt. Oh, Moment, das ist ja von den Stocks ausgeglichen. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Also im Endeffekt. Hier die Side B. War ein bisschen greedy. Und der Shield Break. Davon habe ich gar nicht gerechnet jetzt gerade. Ich habe nicht gemerkt, dass das Schild low war. Und wir haben den Shield Break KO. Das 1-0 für Justin. Wenn er das hier gewinnen sollte, dann steht ihm nur noch wenig im Weg, um weiterzukommen. War geseedet Dritter, Safari Zweiter. Also wenn man den Zweiten als Dritten besiegt, dann ist es wahrscheinlich, dass man weiterkommt. Bisher jedes Set von Linotox 1-2, also 2-1, gegen jeden. Jetzt spielt Linotox das letzte Game. Ist schon mal Erster, so wie es aussieht. Es wird jetzt also entschieden, wer den zweiten Sieg bekommt. Ja.
Gut, also wir haben hier einen guten Start für den Anfang. Für beide. Justin kommt auf jeden Fall mal gut von der Edge weg, also ist da nicht zu trigger-happy mit seinen Optionen, switcht das gut ab und Safari hat da Probleme, an der Edge noch was zu machen, extra Damage zu bekommen oder die Situation zu extenden. Damage ist relativ hoch, wann wird der Kill-Move gelandet, ist die Frage. 130 schon möglich, Sephiroth ein sehr leichter Charakter. Voll aufgeladener Pfeil, macht ganz guten Damage. Oh, und Dash Attack killt. Okay, also jetzt hier die Lead für Safari. Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn das hier ein Sieg für Safari wird, bin ich mal gespannt, wie das Set sich entwickelt. Wird neben von Onishin schon gesagt bekommen, dass Safari immer ein relativ slow Starter ist. Relativ slower Starter. Was heißen sollte, dass während des Sets... Oh, ja, gut abgefangen von Justin mit der API hier gerade. Dass während das Set weitergeht, Safari immer besser wird. Immer mehr Options bieten kann. Bin ich mal gespannt, also gerade an der Edge, weil es bisher mal sehr easy war für Justin, auch jetzt, da wieder raufzukommen, ohne irgendwie viel Damage zu bekommen. Da ist es halt wichtig, wenn man das Neutral immer wieder gewinnt, dann geht's halt irgendwann an die Edge. Und da muss man natürlich irgendwie wissen, wie man sich da weiterhelfen kann. Okay, wir sehen den Orb. Ja, Orb lenkt gut genug ab. So, sehen wir wieder an der Edge. Oh, das killt sehr early. Okay, also wir sehen hier wieder Safari mit der Lead. Und fängt auch, macht auch direkt weiter hier mit dem Damage. Diesmal hat Safari oben recovered, also ist weiter gesprungen. High recovered einfach, weil sie nicht von der API getroffen werden wollte. Also dazu gelernt. Tiefes Denken. Gerade sieht es nicht gut aus für Justin. Der erste Schritt wäre ein Kill. Aber der muss natürlich erstmal gelandet werden. Kommt er hier? Oh ja, durch. Okay, mal schauen, wie der Start in den nächsten Stock läuft. Oh, hat diesmal nicht so viel gebracht. Oh, und die Side B, ja. Okay, also wir sehen hier das 1-1. Wir gehen ins letzte Match. Das ist das wichtigste Set dieses Pools. Zweiter gegen dritter Seed. Wer kommt weiter in die Top 8? Wer kommt ins Silber-Bracket? Nach dem nächsten Game wissen wir es. Bin mal gespannt, ob es hier einen richtigen Counterpick gibt oder ob weiter... Oh! Neuer Kommentator, perfekt. Sehen wir wieder Onishin. Perfekt. Jetzt hier für das wichtige dritte Match. So, ich bin, wie gesagt, gespannt, auf welche Stage es jetzt geht. Ah ja, okay, Hollow Bastion, so wie es aussieht. Na, oder sind wir uns noch nicht so sicher? Ich würde es auf jeden Fall verstehen können. Wie viele Buns es gibt? Ich glaube, jeder hat 3. Also, naja, Buns 3. Gut, also wir sehen hier wahrscheinlich keinen Character Switch, aber mal schauen. Also ich weiß, dass Justin schon noch ein paar andere Charaktere im Petto hat, aber wir bleiben bei Sephiroth. Ich finde, Sephiroth ist ein sehr interessanter Charakter zu sehen, vor allem einfach mit dieser Mechanik. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Ich finde den Charakter sehr cool auch.
Ist auch nicht irgendwie overpowered oder sowas, auch wenn er eine Comeback-Mechanik hat. Die wir in diesem Set noch sehr, sehr wenig gesehen haben. Den Flügel, ne? One-Winged Angel. Okay, ja. Auf jeden Fall eine gute Distraction, gerade die drei Orbs. Wir sehen, dass Justin diesmal ein bisschen aggressiver, ein bisschen schneller spielt. Ja. Auf jeden Fall. Safe Combo. Versucht es mit der Up-B, aber verliert dadurch Stage Control. Wird aber nicht gepunished. Wie wir schon gesagt haben, so an der Edge. Oh. Ja, schöner Read, aber. Ich bin gespannt, wer den ersten Stock zieht. Im ersten Game war es nur Justin, im zweiten Game war es nur Safari Wisserin. Also die Lead hatte, Stock Lead. Das heißt, der Stock schien wohl ziemlich die direkte das war richtig, richtig gut adapted auf jeden Fall, dass da der Terry kam und dann der Spot Dodge. Also das hatten wir in dem, ich glaube, zweiten Set gesehen oder vielleicht auch im ersten, dass es da zu einem Shield Break kam. Okay, wir sehen, es wird ein bisschen gestalled von Justin, aber gepunished von Safari. Das ist der erste Stock. Mal gucken, ob der Stock direkt genommen wird oder ob noch ein bisschen getankt werden kann. Ein bisschen Damage, extra Credit. Und. Oh, kein Upsmash, okay. Hier ist gespannt, ob der. Ja. Okay, also wir sind even im dritten Game. Was du gesagt hast, scheint zu stimmen. Also, sieht auf jeden Fall ganz anders aus als am Start. So, was du gesagt hast über Slow Start und sowas. Ja, so ein Adaption-based Spieler. Auf jeden Fall. Selbst in den 20s habe ich immer Angst vor dem zweiten Match, muss ich sagen. Also das ist die Schwierigkeit, eine Siegesserie zu halten. Mhm. Oh, das wird hart gepunished. Verliert Stage Control, bekommt sie aber sofort wieder. Aber. Was war das gerade mit dem Schild? Hat sie versucht, ihn so wegzudrücken? Jo. Das kann auch teilweise passieren. Sollte es noch passieren. Okay. Kein Hard Punish. Aber langsam, die sehen jetzt auch den One Wing. Den Wing generell. Den Chicken Wing. Mal gucken, ob der hilft. Das heißt natürlich, also die One-Wing-Mechanik heißt ein Sprung mehr in der Luft. Und ich glaube generell mehr Knockback und Damage. Ich bin mir da aber nicht sicher. Movement Speed. Und Movement Speed stark. Ja. Und Armor auf den Smashes. Was einen riesen Unterschied machen kann. Oh oh. Genau, Armor glaube ich. Ohne angetäuscht vielleicht. Aber dann wäre er umgedreht. Wenn er angetäuscht wäre. Und nein, das reicht noch nicht. Wir sehen, sagt er hier, Justin will diesen Kill, aber will auch nicht zu viel risken. Das ist eben Game 3. Hat fast gekillt, aber nicht ganz. Wir sehen, es bleibt knapp. Beide auf Max-Prozent hier. Wunderschönes Side-B. Oder besser gesagt, Full Rage. Und Safari mit dem ersten Kill. Mal gucken, wie lange der Stock noch gehalten werden kann. 168 ist das nicht mehr leicht. Ah, da ist der. Okay. Also, last stock situation, even. Okay, erster Damage. Oh, es ist guter Damage. Ja, generell die Pfeile auf jeden Fall immer am Treffen, auch wenn man die jetzt nicht so gut steuern kann wie die von Pit, machen sie mehr Damage. Vor allem sind sie auch schneller, das heißt, man kann echt schwerer reagieren, wie das zu Pit. Okay, also wir sind immer noch komplett even. Langsam kommt es in die High Percentage Range. Wir wissen, auch Sephiroth wie Mewtwo, ein Charakter, der definiert werden kann als Glass Cannon. Okay. Offstage versucht zu poken.
der Fair. Oh das ja. War's. Das war's. Das war's tatsächlich. Das war das Cheatwort. Und das war das 2-1 hier für Justin. Mit einem Nailbiter-Set. Starke Leistung auf jeden Fall.